Am vergangenen Sonntag war ich ja, die meisten haben es mitbekommen, zu Gast bei Dekaldent auf Twitch. Naja, zu Gast ist die falsche Formulierung, denn gastfreundlich war das nun wirklich nicht. Anschauen kann man sich's nur, wenn man seinen Twitch-Kanal finanziell unterstützt. Daher möchte ich jetzt gar nicht weiter dafür werben, sonst bekommt der Kerl noch Geld von euch. Soweit wollte es ja nicht gehen, aber es reicht im Grunde schon diese eine Minute, die bereits in sozialen Medien die Runde gemacht hat. Ich bin alltagsrassistisch. Ich bin rassistisch gewesen. Ich bin sexistisch gewesen. Ich habe Videos von dir gesehen, ja. Was ist denn in dem letzten Jahr eigentlich mit dir passiert, dass du plötzlich so ein woker Mensch bist? Ich habe Videos von dir gesehen von Januar 2020. Da ich dachte, ich falle vom Hocker, wie ich das gehört habe. Sowas hätte ich nie im Leben von mir gegeben, was du da gesagt hast. Das Problem ist, ich habe damals, erstmal beantworte ich die Frage jetzt nicht. So, das ist ein Interview, das ich führe und du stellst mir keine Fragen, aber ich reiße es ganz. Ich stelle dir auch Fragen. Nein, du stellst einen Scheiß, Alter. Das ist mein Interview. Wir sprechen hier miteinander. Nee, ist ein Interview von mir. Ist ein kritisches Interview von mir zu deiner Person. Wenn du das anders siehst, kannst du gerne gehen. Also ich stelle auch Fragen zurück, wenn nötig. Nein, tust du nicht. Du hast Januar 2020 hast du von Remanzipation gesprochen. So, jetzt zeige ich dir ganz klar, warum du keine Fragen stellst. Ich mute dich einfach, wenn du anfängst, hier deinen Hybridjournalismus zu fahren, okay? Pass mal auf, ich erkläre dir das jetzt. Die Frage ist jetzt ja, was ist mit dir passiert? Warum hast du das damals gesagt? So stellt man sich doch ein faires Gespräch vor, würde ich mal sagen, ne? Also, ich will gar nicht weiter darauf herumreiten. Ich meine, ich führe gern Diskussionen über das, was ich tue, was wir hier tun, überhaupt keine Frage. Ich höre mir auch Kritik an, jeden Tag, jede Menge. Aber ich muss auch die Möglichkeit haben, mich fair dazu äußern zu können. Alles andere geht ja nun gar nicht. Es gibt einige Leute im Netz, die jetzt ganz bewusst und mit voller Absicht ein Bild von mir oder auch von diesem Sender hier verbreiten wollen, als würde ich oder als würden wir rechtes Gedankengut verbreiten. Natürlich völliger Unsinn. Ich meine, Susi Grime zum Beispiel, die letzte Woche ja Thema war hier in der Sendung, die schreibt über mich auf Twitter: Lieber Holger, bitte nicht vergessen, sollten die Rechten dank deiner Hilfe wieder an die Macht kommen, werfen sie auch dich in die Gaskammer. Nazis ficken nicht mit Minderheiten, Schwule gehören dazu. Ja, ich bin ja sozusagen der klassische Rechtsradikale, der einen Film mit afghanischen Flüchtlingen gedreht hat, der auf Männer steht und der noch nie im Leben rechts gewählt hat. Aber passt ja sonst ganz gut ins Bild, ne? Es würde manchen eben gut ins Bild passen, wenn es so wäre. Denn wäre sozusagen die kleine, feine, eigene Welt wieder in Ordnung. Aber sorry, ich kann euch den Gefallen leider nicht tun. Und danke, liebe Susi Grime, dass du mir sogar so viel Einfluss zutraust, dass ich quasi anderen zur Macht verhelfen kann. Nicht schlecht, das höre ich auch zum ersten Mal. Natürlich haben wir insbesondere unter unseren YouTube-Abonnenten auch viele, die eher, naja, ich sag mal, intolerant und rechtsgerichtet sind. Das hat sicherlich damit zu tun, dass auf unserem Kanal immer wieder öfter kritische Beiträge über die Öffentlich-Rechtlichen kommen. Von der linken politischen Seite gibt es ja eher wenig Kritik an ARD und ZDF. Ist ja auch kein Wunder. Ihre Bubble wird von den Öffentlich-Rechtlichen ja auch weitestgehend bedient. Auf Funk zum Beispiel. Aus deren Sicht ist also quasi alles in Ordnung. Ja, aber ich als Medienkritiker muss eben darauf schauen, ob die Berichterstattung ausgewogen ist. Und das ist sie eben nicht. Und ich würde übrigens genauso auch agieren, wenn wir zum Beispiel in Ungarn wären und wir hätten den rechten Staatsfunk von Viktor Orban. Dann wäre ich mit Sicherheit auf der Seite des linken politischen Lagers, um dort ordentlich dagegen zu feuern. Ich bin ja nur der Berichterstatter. Ich bin derjenige, der sich anschaut, wo liegen die Defizite in der Berichterstattung. Und das tue ich ohne Sympathien für ein politisches Lager. Aber bei Extremisten gilt ja bekanntermaßen, wer nicht für uns ist, ist automatisch auf der anderen Seite. Ja, zum Glück werde ich dann auch immer wieder darin bestätigt, denn es ist ja nicht nur so, dass ich von links angegriffen werde, sondern natürlich auch von rechts. Dann bin ich wiederum der Linksversiffte, dann bin ich der Systemling, die Systemhure und so weiter. Das kenne ich ja alles. Man sieht es zum Beispiel daran, dass natürlich auch gleich geifernde Kommentare gekommen sind, als wir unser MG-Logo jetzt auch mal vorübergehend in Regenbogenfarben getränkt haben. Aber das ist eben das Entscheidende. Wir machen das trotzdem, auch wenn bestimmte Leute sich darüber aufregen. Genauso wie ich mir immer wieder rechte Verschwörertypen zur Brust nehme und dann auf YouTube erwartungsgemäß weniger Likes bekomme, manchmal sogar mehrheitlich Dislikes. Aber das ist mir egal,
Ich lasse mich davon nicht treiben und ich berichte einfach so, wie ich es für richtig halte und wo ich in dem Moment die Defizite sehe. Ich gehöre eben nicht zu denen, die Berichterstattung so gestalten, dass sie möglichst wenig Angriffsfläche bietet. Denn wenn das passiert, ist das eben das Ende von Journalismus. Insofern auch vielen Dank an all diejenigen, die in den vergangenen Tagen hinter mir gestanden haben, auch öffentlich, und noch einmal klargemacht haben, dass solche dümmlichen Angriffe gegen mich und unseren Sender natürlich völlig absurd sind. Die Mediathek bietet noch viel mehr Beiträge, die gar nicht auf YouTube veröffentlicht werden, sondern nur exklusiv auf unserem Sender Massengeschmack TV. Es lohnt sich also zu abonnieren, jetzt 14 Tage kostenlos testen.